Ich sage hallo zu einer weiteren Folge von Mortal Kombat. Wir spielen das dritte Kapitel des Story-Modus und bevor ich lange rumfackle, beginnen wir. Kano ist nicht dein Gefangener. Hilf wenigstens. Und warum dürfte er dann ihr Partner gefangen nehmen? Bastard. Da ist sie. Raiden. Bist du okay? Johnny Cage. Du hast ihn gefunden. Geht's, Sarge? Er ist May. Hey, was machst du da? Es ist okay. Er ist cool. Was zum? Jax. Ernsthaft. Er ist cool. Faszinierend. Das ist unglaublich. Sagte ich doch. Er ist nämlich ein Gott. Hätte ich mir nie gedacht. Danke, Raiden. Dankbarkeit ist überflüssig. Ja, ich kann deine Brüste sehen. Vorhergesehen, wie Erinnerungen an meine Zukunft. Sie lassen mich glauben, dass ihr alle mit dem Schicksal Erdenreichs in Verbindung steht. Was hast du vorausgesehen? In meinen Visionen wird Shao Kahn unbesiegbar. Er vernichtet alles Leben im Erdenreich. Wir werden alle sterben. Ich glaube, diese Visionen können helfen, Shao Kahn zu besiegen. Aber es kann ernste Folgen haben, den Fluss der Zeit zu stören. Ich mache mir keine Sorgen, du könntest dieses Ding problemlos gewinnen. Ich kann nur teilnehmen, wenn ich direkt herausgefordert werde. Was sollen wir machen, außer nur rumstehen und hübsch aussehen? Das reimt sich. Turnier weitergehen. Also Raiden. Wir sind auf deiner Seite. Ja, warte mal. Liu Kang. Raiden. Johnny Cage. Scorpion. So ging das. Ha. Kämpfer, der nächste Kampf wird jetzt beginnen. Scorpion, Gespenst des Unterreichs, wiederbelebt vom Zauberer Quan Chi. Wer unter euch ist dieser Herausforderung würdig? Wo ist der Li Kuai? Sub-Zero. Er hat meine Familie und meinen Clan getötet. Ich will seinen Kopf. Ich weiß, dass du da bist. Was für eine herzerregende Rede. Die Mönche haben Liu Kang ausgewählt, um deinen Orden zu repräsentieren. Ich bin so gut wie Liu Kang. Das werden wir sehen. Warte und lerne. Ich nehme die Herausforderung an. Kung Lao? Vergiss den Lin Kuai. Jetzt hast du es mit einem Shaolin zu tun. Du wirst deine Impulsivität bereuen. Round 1. Fight! Dam da da! Nochmal! Teleportation! Komm schon! Und? Oh. Tut das weh? Oh nein! Ha, das ist einfach. Oh, ich liebe diesen Ton. Round 2. Fight! Nee. Und dann nochmal. Oh. Das ist ein bisschen billig gewesen. Aber mir fällt ein, Dietz. Du bist noch kein Krieger. Aber mir fällt auf, die Cutscenes sehen irgendwie ein bisschen billiger aus als das eigentliche Spiel. Wenn die Älteren sprechen. Du konntest diesen Kampf nicht gewinnen. Ich habe den Herausforderer besiegt, Shang-Zu. Ich verlange Sub-Zero. Oh. Das sieht nicht gut aus. Du verlangst gar nichts.
Doch, hat er auch gerade eben erst. Habt ihr es gehört? Deine Aggression ist hier nicht angebracht. Was weißt du schon von meiner Vergangenheit? Du bist nicht der Einzige, dessen Volk geopfert wurde. Oh, Indianer. Aber ich habe eine neue Bestimmung gefunden und diene den Geistern. Ich hänge nicht an der Vergangenheit. Du willst keine Vergeltung mehr. Du bist eine Schande für deine Art. Ich werde das Andenken meiner Gefallenen ehren. Round 1. Fight! Und tada! Oh, Scheiße. Cool, cool. Scheiße. Und tschüss. Schädelbruch. Brustkorbschäden. Autsch. Lern mal fliegen. Round 2. Fight! Burn, baby, burn! Come here! Ow! Combo breaker! Burn, baby! Scorpion wins! Haha! Die Geister haben dich verlassen, Schamane! Ein beeindruckender Beginn! Du verschwendest meine Zeit, Zauberer. Beherrschung, Skorpion. Du wirst noch viel genug gegen Sub-Zero kämpfen. Wirklich? Skorpion, ich verstehe deinen Wunsch nach Rache, aber Nightwolf hat recht. Du kannst auf andere Weise Frieden finden. Sub-Zero verdient den Tod. Besiege Sub-Zero, wenn du musst, aber töte ihn nicht. Ich fürchte, dass sein Tod einen noch tückischeren Feind hervorbringen wird. Ich werde Rache nehmen. Verschone Sub-Zero, dann werde ich die Götterältesten bitten, die Shirai Ryu ins Reich der Sterblichen zurückzubringen. Ich glaube, das geht auch. Aber was sagst du, Skorpion? Ich verstehe, dass der Plan des Großmeisters Vorteile hat. Aber dieser Plan verstößt gegen die Prinzipien der Lin Kuei. Wir sind Lin Kuei, Syrax. Wir werden den Befehlen des Großmeisters gehorchen. Dann geben wir unseren feinen Willen auf. Unsere Seelen. Wir werden zu... Skorpion. Ja, sie werden zu Skorpion. Dein Clan ist tot. Bald wirst du sie wiedersehen. Mein Clan wird wieder auf der Erde wandeln. Diese Synchro. Eine Herausforderung. Skorpion gegen Syrax und Sektor. Warte mal, schon wieder Doppelkampf. Mit Sub-Zero endet hier. Round 1. Fight! Ab jetzt ist wieder Englisch. Das nervt. Autsch. Ah, ich hab vergessen, ich muss immer aufpassen. Und tschüss.
Wow. Ist leichter als in Erinnerung. Und upside down. Wow. Warte mal, sorry, ich muss nur mal gucken. Ich muss mich irgendwie falsch an die Combo erinnern. Die ging doch so. Oh. Wirklich. Oh. Das habe ich gar nicht gewusst. Autsch. Komm schon. Endlich mal. Das war aber. Ich werde mich rächen, aber Sub-Zero nicht töten. Willst du nicht? Oder kannst du nicht? Du. Spannung. So, was denn? Du bist leid wie sie. Zur Hölle mit deinem Klang. Nein, zur Hölle mit dir. Du wolltest ihn doch nicht töten. Oh, jetzt verstehe ich. Das Unterreich. Hier wurde ich neu geboren. Hier wirst du bezahlen. Round 1. Fight! Ich mag die deutsche Stimme von Scorpion nicht. Die klingt irgendwie so als... Autsch. Damn. Scorpion win. Oh, scheiße. Das hätte ich eigentlich vorhersehen können.
Haha. So demütigend. Ich habe meine Familie und meinen Clan gerecht. Er sagt immer Clan. Das klingt auf Deutsch nicht so gut. Scorpion. Töte. Nein. Das will ich nicht. Er wurde besiegt. Hast du vergessen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, sure, are you? Nein. Sub-Zero. Dein Clan. Deine Familie. Wir bleiben hier rumsitzen und versuchen nicht wegzulaufen. Weil es auch eine total gute Idee ist. Nein! Meine Blume! Das bin ich nicht. Oh. Hat er auch einen Feueratem? Dann habe ich schon eine Ahnung, was mal als nächstes mit ihm passiert. Johnny, richtig erkannt. Hier ist ein Keks. Hol, heb ihn von oben auf. Kannibalistischer Keks. Trotz meiner Anstrengungen ist meine Mission eingetroffen. No shit, Sherlock. Ein unglückliches Ende. Einst verteidigte er das Erdenreich vor den Unterreichsarmeen von Shinnok. Sub-Zero ist selbst an seinem Schicksal schuld. Selbst schuld? Die Lin Kuei wurden schon oft durch falsche Entscheidungen ruiniert. Aha. So wie die Cyber-Initiative. Wunderpunkt. Ich gehöre zu denen, die gegen den Plan des Großmeisters sind. Aus den Lin Kuei chirurgisch praktisch Roboter machen? Das tötet unsere Intuition, unsere Instinkte. Hast du etwas gegen die Teilnahme der Lin Kuei an diesem Turnier gesagt? Wir wurden von Shang Tsung eingeladen. Er bezahlt dafür, Krieger des Erdenreichs zu töten. Sein eigenes Reich verraten? Ich erwarte mehr, sogar von einem Attentäter. Meine Treue gehört dem Großmeister. Cyrex, ein Sieg der Shang Tsung bedeutet das Ende des Erdenreichs und der Lin Kuei. Scheißegal. Ich krieg Geld, das ich da nicht ausgeben kann, weil die Erde vernichtet wird. Aha.